Die USA und Nordkorea haben in Schweden ihre Atomgespräche wieder aufgenommen, um die seit Monaten andauernde nukleare Pattsituation zwischen beiden Ländern zu beenden. An dem Treffen in der Nähe von Stockholm nahmen der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Stephen Beechen, und der nordkoreanische Gesandte Kim Mi-Jong-Gil teil. Ähnliche Treffen zur nuklearen Abrüstung Nordkoreas fanden bereits im März 2018 und Januar 2019 in Stockholm statt, bevor der geplante Gipfel von Hanoi Ende Februar zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gescheitert war. Noch in der vergangenen Woche hatte das Regime in Pjöngjang mit einem weiteren Raketentest provoziert und eine angeblich neuartige U-Boot-gestützte ballistische Rakete abgefeuert. Ähnliche Tests hatte Pjöngjang in den vergangenen Wochen wiederholt durchgeführt. Vor seiner Reise nach Schweden hatte sich Kim Jong-un optimistisch gezeigt und große Erwartungen geäußert. Die Demokratische Volksrepublik Korea steht wegen ihres Atomprogramms unter umfangreichen internationalen Sanktionen, die ihr einen Großteil des Handelns verbieten.